Hey ho, YouTube! Und herzlich willkommen zum nächsten Lesestab. Sag schon wieder Lesestapel. Comic-Stammtisch. Wir haben immer noch ein paar Comics hier vor uns, die wir reviewen müssen. Wir fangen auch direkt mal kurz und schmerzlos an. Du hast Comics, die du reviewen musst. Du hast noch eins, zu dem du ein paar Worte verlieren wolltest. Ja, das ist ein Aufhänger. Fangen wir an mit Deadpool. Secret Wars, und zwar ist das jetzt auch wieder zu den aktuellen Secret Wars eigentlichen TM, wo alles in verschiedenen Parallelwelten spielt, weil es ja bei Marvel Babies gab. Allerdings gehen sie hier hin und Deadpool ist jetzt bei Secret Wars, ein Original-Event aus den 80ern dabei, wo er eigentlich hätte gar nicht sein können, weil er damals noch nicht erfunden wurde. Richtig. Aber man kennt Deadpool, das ist dem scheißegal. Scotty! Ja, Scotty Young-Variante dabei. Na, endlich! Und zwar sind die hingegangen und haben ihn einfach mit reingewoben zwischen den Zeilen, wo man vorher nicht gesehen hat. Er war aber in dem Event dabei, los, er hat halt in den Originalbänden einen kleinen Platz gefunden. Das passiert halt alles. Aber er wurde ja nicht erfunden. Ja klar, aber jetzt wurde er doch quasi erfunden. Ja, weil in den letzten Spezialheft, so wie kann man sagen, was auf dem Cover draufsteht, stirbt ja Deadpool. Er regeneriert sich jetzt wieder, allerdings in den 80ern, im Jahr 84 beim Secret Wars Event. Und stellt da jetzt so einiges auf den Kopf, also es wird sogar mit in die Story mit eingebunden, weil es gibt zum Beispiel eine Szene, das war gerade das Scotty Young Variant-Cover, wo die alle unter so einem Berg begraben werden und da halt stößt dann den Berg irgendwie weg, so war das in der Geschichte. Ja. Und hier in der Geschichte bringt Herr Deadpool halb auf die Palme, bis er das Ding wegstoßt und solche Szenen. Oder da gibt es diesen Klamottengenerator, wo die alle reingehen und da kriegt jeder dann sein Kostüm verpasst, wie er sich das vorstellt. Ja. Und dann gibt Spider-Man das schwarze Venom-Kostüm. So wird das erklärt? Nee, so war das im Original. Ja, ja, aber so wird das echt mal erklärt. Ja, ja. Ich kenne nur dieses Cover, wo er da vorne steht, irgendwie so ganz komisch. Ja, genau, das hat auch. Aber der hat das durch diese Maschine bekommen damals, irgendwie war das. Und jetzt wurde es hier gezeigt, weil aktuell in Guardians hat man die Origin von Venom spendiert bekommen. Weil es gibt Planeten, wo diese Flüssigkeit leben, ne? Und die sind alle eigentlich alle gutartig. Los mit dem Venom, den Spider-Man damals erwischt hat, der ist bösartig. Der eine. Jetzt weiß man auch warum. Weil Deadpool war vor Spider-Man in dieser Maschine drin. Dann kommt dieser Symbiont, setzt sich auf Deadpool drauf. Ja. Und dann merkt Deadpool, das Ding lebt und das muss weg. Stößt es dann von sich ab, weil er nicht möchte, dass es verrückt wird, weil er selber krank ist. Und wie wir alle wissen, ist das Ding verrückt geworden. Aber wegen Deadpool ist es verrückt geworden. Ja, ja, schon klar. Und dadurch ist Venom entstanden später. Ja. Wahnsinn. Es sind halt alle solche Sachen. Es passiert dazwischen drin was, was dann halt so mit eingewoben wird. Es ist auf jeden Fall lustig, eine der besten Deadpool-Geschichten, die ich in letzter Zeit gelesen habe, muss ich sogar sagen. Ja. Die hatte Deadpool-Humor mal wieder gepasst. Ich fand es cool, dass sie das in Secret Wars mit eingebunden haben. Und es wird auch noch erklärt, warum sich keiner der Helden daran erinnern kann, dass Deadpool drin vorkommt. Das möchte ich jetzt nicht ganz wegspoilern. Es muss ja irgendeine Erklärung geben. Es ist cool, definitiv zu empfehlen, gerade für Leute, die Secret Wars das Original-Event gelesen haben. Ich würde aber auch glatt behaupten, dass wenn man das Original Secret Wars nicht gelesen hat und es nicht kennt, dass man trotzdem nicht das Story auf seine Kosten hat. Muss man ja eigentlich, weil wir reden hier über einen Comic, wann ist das erschienen? 80er hast du gehört? Ja, 84. Ja, das ist 30 Jahre her. Also müsste man das noch im Regal haben oder hier irgendwie in der Rachette Collection mal gelesen haben, um überhaupt irgendwie zu wissen, worum es geht, ne? Ja, hier wird die Story auch nochmal zusammengerissen. Eben, das meine ich ja. Man muss dazu auch sagen, es ist, die Story ist ganz schnell erklärt. Es gab Battle World. Ja, mir hast du es schon mal erzählt. Und mit dem Spielzeug, ne? Ja, genau, für den Spielzeughersteller war es einfach. Mm. Die brauchen eine Geschichte dafür, das zu vermarkten. Deswegen ist auch heute auf jeden Fall das sehr viel lesbar wie das Original Secret Wars Event. Ich habe die beiden Bände ja hier. Ja. Ich habe aber im zweiten Band erst gar nicht mehr angefangen zu lesen. Ich habe den ersten Band gelesen und es war halt so langweilig. So. Ich kann zwar mit Comics aus den 80ern definitiv was anfangen. Ich lese 80er Jahre, kommst du da gerne. Mhm. Aber das ist bei mir, dass der Funken überhaupt nicht übergesprungen, da war nichts, was ich für mich mitnehmen konnte. Das ist eigentlich der größte Marvel. Ja, aber es ist halt echt nur, die sind auf diesem Planeten und kämpfen gegeneinander. Ja, vielleicht war das damals so. Und dann auch altmodisch erzählt. Also, ja, gut, kennst du diese Kästchen, die erklären, was unten auf dem Bild passiert? Oh Gottes Willen. Ja, das ist so, das kann ich heutzutage nicht mehr lesen, das geht bei mir nicht. Okay. Wie gesagt, es gibt viele Sachen aus Nastra mit DC, die ich noch sehr gerne lese. Ne? Mhm. Gerade die Batman- und Superman-Sachen aus der Zeit finde ich großartig. Mhm. Auch Marvel sagt, Spider-Man geht auch klar aus der Zeit, ne? Aber das sieht ja wobei aus. Die Gegner sind ja meistens ich hatte ja Comics, also, sie sind immer noch weg, die bleiben auch weg, die sind zerstört, die du weggeworfen hast damals, die ich zerstört habe damals, ich Idiot, weil ich den ganzen Mist nicht mit mir rumschleppen wollte beim Umzug. Ach, da gibt's so schöne Charaktere wie die Dizzler. Kennst du Dizzler? Ja, klar, ich Dizzler. Die ist aktuell auch bei den X-Men dabei. Die hatte damals noch Rollschuhe und so weiter. Ja. Oder da gab's mal eine Verfolgungsjagd, wo Spider-Man jemanden verfolgt, der auch so Rollschuhe hat. Ein Schwarzer ist und so lockige Haare hat. So.
Also, so Disney, ne, da vielleicht was zu sagen, die war, arbeitet aktuell, hat bis vor kurzem bei S.H.I.E.L.D. gearbeitet, als die Vermittlerin zwischen den Mutanten und S.H.I.E.L.D. Ja, aber da hatte sie bestimmt das Kostüm von damals an. Nee, das hatte ich schon lange nicht mehr an. Ja, aber das war bei der Deadpool-Story, war so vor kurzem noch mit dabei, war das Deadpool in die 80er gereist und war dann mit Disney zusammen in den Dispo. Ja, Disney, Mann, ey. Die coole Charakter, ja. X-Men, ich bin irgendwie großer Fan. Ja, aber was gibst du denn? Den gibt's eine 4 von 5. Hat mir echt gut gefallen. Also es ist mal wieder Deadpool, so mag ich Deadpool. So sollen sie Deadpool öfters bringen. Okay. So geht er für mich auf. Ich werde auch weiterhin bei der Spezialserie dranbleiben, wo es die ersten 8 erschienen sind, die ersten 8 Hefte. Ich habe ja jetzt. Wovon auch echt viele Scheiße waren. Aber da mache ich Deadpool weiter mit. Bei den Paperbacks mache ich einen Bogen, darum habe ich jetzt echt gelernt mittlerweile. Ich kaufe mir keine Paperbacks, wo Deadpool draufsteht. Mhm. Da waren sie eigentlich. Bis auf 1-2 alle Kacke. Hawkeye versus Hawkeye, den den fand ich super, das war's dann auch von den letzten Apartheid. Und den Night of the Living Deadpool und Return of the Living Deadpool waren beide okay. Aber das war mit das Beste, was ich in letzter Zeit von Deadpool gelesen habe. Okay. Apropos Deadpool, du hast ja vor einer etwas längeren Zeit hast du ja Multiversity Band von Grant Morrison. Von Grant Morrison, Band 2 reviewed. Und hast ja. In irgendeiner Storyline oder so hast du ja von wegen erklärt, dass je mehr Seiten man umblättert, desto stärker wird der Held. Ja, genau. So, warum kann Marvel das nicht bei Deadpool? Weil Grant Morrison momentan nichts für Marvel schreibt. Nee, aber warum funktioniert. Guck mal, Deadpool. Deadpool ist, glaube ich, der einzige Comic-Superheld bei Marvel, der mit der vierten Band ja bricht. Nee, She-Hulk. Die bricht auch wieder. Ja. Okay, dann ist egal. Deadpool bricht die vierte Wand. So, warum schaffen es die Marvel-Autoren nicht, irgendwie sowas auch auf die Reihe zu bekommen, wie hier bei Multiversity? Ja, das ist. Also ich muss auch sagen, so wie das hier bei Multiversity gemacht wurde, habe ich das noch nie erlebt, dass wie die dritte Wand besprochen wird, wo hier der Typ mit einem redet und sagt, wenn ich nicht reell bin, warum hörst du meine Stimme in deinem Kopf? Ich muss doch irgendwie da sein. Warum funktioniert das bei Deadpool? Welche Szenen, also das ist. Da geht bei mir als Comicleser das Herz auf. Ja, aber warum schafft das Deadpool nicht, der doch damit wirkt, mit der vierten Wand zu brechen? Nee, weil die halt darauf nur aus sind, immer das Papa hinzubekommen. Die müssen halt überall einen Joke reinsetzen bei Deadpool. Ja, nehmen wir mal ein Special Band von Deadpool, der so aufgebaut ist wie diese Bücher, wo man sich für eine Option entscheiden kann. Ja, das kenne ich. Das heißt, das von Jurassic Park. Zum Beispiel. Blätter weiter, wenn du das und das haben möchtest. Oder Blätter auf Seite 24, um dann das und das zu erleben. Warum schaffen die es nicht mit Deadpool so ein Sonderband oder so zu machen? Ein bisschen mehr mit dem Medium zu spielen, weißt du? Als Deadpool. Wenn ich schon einen Charakter habe, der die vierte Wand durchbricht, der mit dem Leser redet und so weiter und dem Leser Optionen gibt, warum dann nicht irgendwie so ein Special-Band? Der kann ja etwas dicker sein, muss er ja wahrscheinlich dann auch. Oder man kann es irgendwie in 3-4 Seiten abhandeln, dann diese Option. Aber ist ja egal. Deadpool wird ja gerade so gefeiert. Wir haben diesen Kinofilm, wir haben das Videospiel, was jetzt nochmal neu rausgekommen ist. Wir haben Special-Bände, wir haben das Paperbacks. Paperbacks. Also Comic-Händler sagt, der kommt gar nicht hinterher und kommt mit Deadpool verkaufen. Ich hab mich auch gefragt, ne, die geht ja noch weiter, ne? Nachdem ich dieses Video von dir gesehen habe mit Multiversity, geht meine Gedanken ja noch weiter. Warum fragt Marvel in Amerika nicht die Leute, von wegen, wir haben eine Geschichte, 4 Kapitel, und wir erwarten von euch, dass er euch ein Kapitel aussucht und dazu was zeichnet und dann quasi so ein Fanmade-Heft macht, quasi. So die besten Zeichnungen als ein Kapitel oder sowas, keine Ahnung. Das würde ja irgendwie auch funktionieren. Ein bisschen mehr Interaktion mit dem Leser einfach so. Ich glaube, die haben es einfach nicht nötig. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz simple Antwort, weil Deadpool verkauft ist übertrieben. Ja, das ist wirklich viel Serien davon erscheinen bei Deadpool. Ne? Also mittlerweile ja auch in Deutschland. Es kommt ja alles, wo auch nur annähernd Deadpool drinsteht. Ja, steht, so, ne? Das wird ja mit 20 Variant-Covern am besten. Ja, doch, aber, ne? Aber du hast schon so einen Charakter, weißt du? Warum spielst du nicht ein bisschen mit dem Medium-Comic so? Ähnlich wie bei Batman, die Rat der Eulen, glaube ich, wo man das Comic einmal umdreht. Ja, das ist. Also das waren aber auch so die größten Innovationen, die ich in den letzten Jahren hatte, weil die Pass auf, Deadpool muss ja nur mal irgendwie gefangen genommen werden, ne? Dann kopfüber an einem Seil gehängt werden und das komplette Panel ist quasi auf dem Kopf. Das ist doch keine Akt. Das habe ich mir in 2 Sekunden überlegt. Wie kriegt das ein Marvel-Autor nicht hin? Ja, vielleicht, die haben auch nicht die besten Autoren dran. Also jetzt hier, das Ding wurde, was ich wieder gut wurde, von Kyle Bunn, den guten Mann, der auch Sinestro schreibt, der sehr gut finde als Autor. Ich habe immer wieder gesagt, Kyle Bunn ist ein guter Autor, der schreibt es gut. Die normale Marvel Now-Serie, die wurde, glaube ich, ich hoffe, ich liege das nicht ganz falsch, von einem Komödianten, also von so einem Stand-Up-Comedian geschrieben.
Ist das denn gut? Ja, doch, die war ganz gut, ja. Aber nicht mehr. Mir fehlt immer sowas bei Deadpool. Das ist mir ein bisschen zu platt getreten und der Humor geht bei mir nicht immer auf. Und ja, ich bin so ein bisschen Deadpool übersättigt. Ja, gut, das ist natürlich jetzt die Fülle an Sachen, die jetzt rauskommen. Ja, das ist einfach so viel, das rauskommt. Man kriegt am besten ein, zwei Sachen bei Deadpool raus. Man liest, so wie ich jetzt einfach nur die Special-Heft-Serie weitersammeln. Wenn erst eine aktuelle neue Heftserie wieder in Deutschland bekommt, abgesehen von den Specials, werde ich da auch wieder einsteigen. Ja. Aber diese ganze Deadpool vs. Thanos soll gnadenlos schlecht sein. Deadpool vs. X-Force soll gnadenlos schlecht sein. Aber Deadpool mit Spider-Man soll wiederum sehr gut sein. Habe ich auf IGN gelesen. Da habe ich so ein Heft. Meinst du das Heft oder welches? Deadpool und Spider-Man. Ach so, das hat der Lars sogar vorgestellt. Genau. Die soll wieder gut sein. Das habe ich die auch soll gehört. Wieder gut sein. Ja, aber das ist halt immer so bei Deadpool. Es gibt ein paar gute Sachen sind immer dabei. Ne? Ja, klar, man muss sich halt so Rosinen rauspicken. Ja, man muss halt auch mal rauspicken. Bei Deadpool am besten immer erst gucken, was andere dazu gesagt haben, wie die Resonanzen sind. Das geht eigentlich am besten bei deutschen Hörbüchern, wenn man sich einfach anguckt, wie die Sachen in den USA angekommen sind. Okay. Ganz einfach, da haben die ein halbes Jahr Vorsprung. Das heißt, die Sachen sind teilweise auch schon gesagt. Es gibt ja teilweise Hälfte, wo man die ersten zwei Hälfte abgefeiert hat von der Heftserie und dann mit Heft 3 und 4 denkt man sich, was soll die Scheiße? Deswegen kann man bei sowas auch immer gut gucken, wie es in den USA angekommen ist. Ja, ich finde es nur schade, dass man aus diesem Charakter nicht halt mehr macht. Ja, dadurch, dass er halt die vierte Wand durchbrechen kann. Ich wünsche mir ja sowas nicht bei Spider-Man, Batman, Green Lantern oder so. Aber bei Deadpool bietet es sich ja an, so eine Erzählweise wie man macht. Harley Quinn ist das ja auch so, die macht das ja auch aktuell. Ja, aber sie ist noch nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Ich habe von dir den Band von der Eagle Collection. Ja, den habe ich noch gar nicht gelesen. Da ist okay. Aber ich finde, die macht gar nichts mit mir. So, das macht doch eine aktuelle Serie. Ach so. Die wird von einem Ehepaar zusammengeschrieben und gezeichnet. Okay. Ich habe gerade die Kamera halt. Davon ist aktuell der sechste Paperback erschienen. Habe ich jetzt noch nicht gelesen. Die ist sehr gut, die Serie, finde ich. Das ist so der Lobo-Humor, kannst du schon fast sagen, der da an den Tag gelegt wird. Sie sind auch. Also die Zeichnungen sind aber hier. Sind teilweise richtig cool, finde ich. Ja, da gab es ein Heft, ne, da kam ich, da habe ich, das war eines der wenigen Dinger, wo ich mal wieder laut gelacht habe beim Lesen. Das habe ich echt selten. Und das war, ich glaube, der dritte Paperback war das. Da hatte ich sie auf einem Drogentrip zusammen mit Poison Ivy, ne? Ja. Und da ist dann ein One-Liner aneinander gestellt. Ich krieg die gar nicht auf die Reihe. Also so total plumpe Witze, die aber so plump sind, dass sie sich kaputt lassen. Da sind die da irgendwie im Whirlpool und dann kommt da eine Fliege dazu und dann guckt die an und sagt mir, ihr blast mich ziemlich um. Und da kommt irgendwann ein doofer Spruch mit Blasen, der so plump daherkommt, dass man einfach nur lachen muss. Okay. Das geht da halt die ganze Zeit von Seite zu Seite so weiter. Also die Serie gefällt mir echt gut. Und auch beim ersten Heft, wo sich ein Zeichner aussucht und sämtliche Star-Zeichner, Tony S. Daniel, Jim Lee, jeder eine Seite zeichnet und die sich eigentlich nur über die Sachen lustig macht, mit Jim Lee zum Beispiel, dem vorwirft, ey, du hast ja einfach nur alte Szenen aus Hasch genommen. Du bist faul, so nach dem Motto. Ne? Ist das hier Popeye? Das ist Popeye, oder? Ja, das ist Popeye. Wir haben offiziell bei DC Popeye entdeckt. Und das ist dann wieder so schade, wenn man sich Deadpool anguckt. Da sieht man sich Harley Quinn an, ne? Wo das wieder funktioniert, so plumpe Witze zu machen. Hier und da mal die bitte Wand zu durchsprechen und alles, ne? Aber bei Deadpool funktioniert es halt leider größtenteils nicht. Boah, das ist das ultimative Popeye-Panel. Jetzt habe ich auch voll Bock auf das Comic. Das werde ich gleich noch lesen. Aber ich finde, es ist da so ein bisschen zu sexy. Ja. Also, guck mal, hier läufst du schon mit Hotpants rum, also für mich... Ja, das ist ja meistens leider so. Sie ist gut gebaut, ja, aber sie war nie so wirklich, dass man... Ich weiß es nicht. Also, Harley Quinn... Wolltest du mit Harley Quinn ins Bett? Also, nee, das ist eine Comicfigur. Nee, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich habe sie nie so sexy hier erlebt, auch mit hier mit dem Abendkleid, was du da anhat. Das ist eh so eine Sache, die mir teilweise echt stört, dass Frauen eigentlich immer nur so knapp bekleidet in Comics dargestellt werden. Da fand ich Velvet sehr, sehr erfrischend, wo man halt hingegangen ist, eine Frau mit 40er als Hauptcharakter genommen hat, die hinter Sexsymbol die auf jeder Seite fungiert. Du musst immer noch hier die Zielgruppe davon behalten, ne? Aber Harley Quinn ist eine Serie, die funktioniert für mich sehr gut. Die wollte ich eigentlich gerade, das war eigentlich gerade geplant für dieses Video, das ist jetzt so eine spontane Review. Harley Quinn ist auf jeden Fall einen Blick wert. Dann machen wir mal weiter, ich habe hier immer noch so viel liegen. Ja, mach ruhig. Und zwar Spider-Man Heft 32. Wir befinden uns bei Marvel immer noch im Secret Wars. Und zwar ist das jetzt eine Geschichte, die in den Stadt oder Land oder Staat Spider Island spielt. Ja, ja. Wo halt alle Helden größtenteils von Spinnen besessen sind und von dieser großen Mutterspinne alle gelenkt werden. So bin ich wie die Borg bei Star Trek. Ach, das ist ja cool.
Und mittendrin halt noch eine kleine Rebellion an nicht infizierten Helden sind, von denen halt der Anführer Venom ist. Agent Venom. Ja. Der auch ein Backflash zeigt, dass halt Spider-Man tot ist. Der ist halt bei dieser ganzen Sache draufgegangen. Mhm. Es gibt so eine kleine Rebellion, die von ihnen angetrieben wird, die halt auch gegen die Avenger-Spinnen kämpft und all sowas. Und die sind dann halt auch hingekommen, weil die haben kein Gegenserum gefunden. Die haben aber festgestellt, weil halt ein Verbündeten, der halt davon mit immer zum Wolf wird, zum Werwolf meine ich, und währenddessen klare Sinn hat. 6 Arme? Ja, Spinne halt, ne? Und auf jeden Fall haben sie herausgefunden, dass während der seinem Freund zum Werwolf wird, ist er nicht mehr von diesem Spinnenzeug beeinflusst, kann klar denken. Okay. Deswegen geht er hin und spritzt dann in Hulk zum Beispiel das Serum von der Echse. Und Captain Marvel spritzt das Serum von, wie heißt er hier, von Morbius und so weiter. Ja. Und Tony Stark geht dahin und gibt ihm dieses Goblin-Zeug, wo der durch halt verrückt wird, aber eine gewisse Zeit lang klar denken kann und so versuchen sie halt das ganze Ding zu stürzen mit Spider-Island. Also nur durchgeknallte, die dann quasi eine Rebellion starten. Ja, mit einem schönen Cliffhanger, den ich jetzt nicht in die Kamera halten kann, den kann ich dir zeigen, den Cliffhanger. Oh, der ist krass. Und im nächsten Heft geht's halt weiter. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es auch wieder schön, dass man hier hingeht. Man muss weder Spider-Island gelesen haben, man muss nicht Secret Wars gelesen haben. Mhm. Da kann sich dieses Heft schnappen und kann einfach eine geile Geschichte lesen mit so Elseworld-mäßig halt. Ja. Ja, mit Sachen, die auch nur für sich steht, wie dieses eine Heft und das nächste. Und die Sache ist zu Ende, man ist, hat was Cooles gelesen, ohne viel Vorwissen. Die haben Marvel hat echt gelernt, ne? Ja, die haben es definitiv mit diesem Event gelernt. Das zweite Heft gelernt ist dann Spider-Girl. Und zwar ist das, die Tochter von Spider-Man, nach der Klonsaga ist die ja damals gestorben. Ja. Und dann ist hingegangen worden in den 90ern, nee, jetzt Anfang 2000er war es, glaube ich, da hat man dann Marvel 2 gegründet, wo man dann eine Geschichte mit ihr weitererzählt hat. Das hier spielt jetzt nach Spider-Verse. Ist eine schöne Geschichte mit der Tochter von Peter Parker, die mir auch Spaß macht, die auch für sich steht, braucht man auch kein Vorwissen für. Und das Heft kriegt von mir definitiv 4 von 5 Punkte. Ich bin mit dem TN sehr, sehr zufrieden bei Secret Wars. Ich finde es cool, dass hingegangen wird, dass man die für sich alleine lesen kann. Das ist für mich immer so wichtig bei solchen Serien. Das Coole ist ja auch, du liest ja, sag ich mal, nur Spider-Man und hast dafür dann deine Spider-Man-Event da drinnen. Das heißt, wenn man gar keinen Bock hat, das Haupt-Event zu lesen, kann man trotzdem einfach seine Serie weiterlesen, wie in dem Fall Spider-Man mit Gen 32. Hat dann halt kurz eine Elseworld-Geschichte, 2 Hefte lang, und dann geht's ganz normal weiter mit Spider-Man. So muss das sein, da ist man nicht gezwungen, die Hauptserien zu lesen. Genau, oder das Event zu lesen und überhaupt zu verstehen. Ja, das meine ich mit der Hauptserie, also die Event-Hauptserie. Und man kann einfach nur das lesen, wo man Bock drauf hat, man ist nicht gezwungen, jedes TN zu lesen. Man kann sich rauspicken, was man möchte. Und man muss auch nicht, wenn man Spider-Man liest, jetzt noch Daredevil lesen, weil es steht ja alles für sich selber. Genau, also gutes Heft. Was ist passiert? DC macht ein schlechtes Event, Marvel plötzlich gutes. Was ist denn jetzt los? Das können wir auch direkt weitermachen. Ja, da habe ich dir Konferenz der 3 gelesen. Und zwar ist da ja der große Aufhänger, das hingegangen wurde. Und da gibt es diesen Tale, der wurde von Brainiac beauftragt. Alle möglichen Welten, die von anderen Zeitebenen gepflanzt wurden und unter eine Kuppel gestellt wurden, auf diese Welt drauf. Und die müssen immer 2 Welten gegeneinander kämpfen und die Gewinnerwelt überlebt dann irgendwie. Best of 3 oder was? Ja, irgendwie so. Und es fängt immer gut an, diese TN-Geschichte. Das geht noch mal kurz auf die TN zu sprechen. Die fangen immer gut an. Mhm. Wenn man liebgewonnene Charaktere wie die von Kingdom Come sieht, wie die in dieser Kuppel leben. Und der Kuppel, während die zu ist, haben die keine Superkräfte. Und man sieht, wie sich das geht, glaube ich, 18 Monate lang sind die unter dieser Kuppel drin. Okay. Und da konnte ich halt Geschichten entwickeln. Die sind auch richtig gut. Mhm. Bis dann der Zeitpunkt kommt, wo die Kuppel sich öffnet, die Superheldenkräfte bekommen, dann die Helden von einer anderen Welt kommen, die kurz gegeneinander kämpfen, dann merkt man, wir sind doch beide gut. Wie es halt immer so ist. Und dann ist die Geschichte schon wieder fast zu Ende und dann geht es weiter am Hauptevent. Sind die denn unterschiedlich auch gezeichnet? Die einzelnen Events? Also, wenn Kingdom Come käme, würde Alex Ross zeichnen. Nee, das nicht. Ich meine, also, wie das Heft hat einen anderen Zeichen. Ich meine, jede Welt hat seinen eigenen. Nee, das ist leider nicht so. Ja, schon wieder verschenktes Potenzial. Ich sollte Autor werden. Verdammte. Stell mal vor, du hast ein Panel und du siehst, sag ich jetzt mal, auf dir. Oder die kämpfen. Und der Kingdom Come Zeichner, also Alex Ross. Wegen Marvel Babies beispielsweise. Und wirklich der Zeichner zeichnet das auch und der andere das auch. Weil das wäre cool gewesen. Ja, was soll das? Jetzt kommen wir zum Haupt-Event Konvergenz. Das wiederum gefällt mir. Okay, ja, während man bei den ganzen T-Ins immer nur diese belanglosen Kämpfe sieht, die mit den teilweise guten Vorgeschichten, es sind immer über 2 Hefte erzählt, die Geschichten, und 2 US-Hefte. Mhm. Das erste ist meistens gut, das zweite geht leider meistens schwach zu Ende. Okay, cool. Hier im Hauptevent stehen im Mittelpunkt die Helden von Erde 2,
die ja der erste Flash sind, Jay Garrick und so weiter. Okay, ja. Und das wird so erklärt, weil die halt der Ursprung von allen Helden sind, deswegen werden sie hier von Tatum genommen und sind die Hauptfiguren quasi von diesem Event. Okay. Es kommt einem vor, als wenn man die normale Serie Erde 2 weiterlesen würde. Mhm. Die hätten das auch unter dem Stempel Erde 2 veröffentlichen können. Ist für Einsteiger wahrscheinlich echt nicht so dolle, weil man halt die Erde 2 Charaktere schon gut kennen sollte dafür. Wo sind sie denn da? Hier sind sie im Mittelpunkt der Erde. Da kämpfen sie gegen diesen einen Jungen, den Jack Kirby damals hat. Ernsthaft, Mittelpunkt der Erde. Also Jules Verne. Nein. Also, nur von dieser Battleworld hier. Also ich nenne es auch mal Battleworld. Und da treffen sie auf diesen einen, dessen Namen ich vergessen habe. Ihr kennt den bestimmt, die meisten kennen den. Das ist, der kam auch zuletzt bei Batman The Brave and the Bold vor. So ein Junge, der auf dem Planet der Affen mäßig lebt. Auf jeden Fall, man kriegt hier halt eine schöne Geschichte geliefert mit den Erde 2 Charakteren. Das Hauptevent gefällt mir gut. Ich möchte jetzt nicht so viel wegspoilern. Kriegt von mir trotzdem nur eine 3 von 5, aber eine starke 3 von 5. Eine 3 von 5 ist eigentlich auch eine gute Bewertung. Und das Hauptevent macht vieles gut. Die TNs sind nur leider schwach. Wohingegen gerade bei Secret Wars die TNs super stark sind. Und das Hauptevent, guckt ihr dann schon diese wunderschönen Alex Vox Cover an von Secret Wars. Nee. Das Hauptevent gefällt mir richtig gut bei Secret Wars. Also Secret Wars ist richtig gut, bei Convergence ist aktuell echt nur die Hauptserie zu empfehlen. Die TNs lässt man besser alle weg. Okay. Ja, was ist los bei Marvel und DC? Ja, mich wundert es auch. Ein bisschen Rollentausch. Ja, aber... Nee, vor allem, also echt ein starkes Event. Also ich habe schon von vielen Seiten jetzt gehört, gerade in den USA war wohl das Aufschreien groß beim Finale von Secret Wars, das soll scheiße sein. Ja, verdammt. Ich lese sowas lieber selber noch mein eigenes Bild davon. Natürlich. Und selbst wenn das, wenn das Ende scheiße ist, hat mir Secret Wars trotz dessen sowas wie Marvel Babies beschert. Die Spider-Island-Storyline und bei den X-Men tun sie gerade Edge of Apocalypse neu aufgreifen. Mhm. Und Zukunft ist Vergangenheit. Also es ist schön, diese ganzen Geschichten wiederzusehen und allein dadurch hat das Event für mich schon gewonnen und kann gar nicht so scheiße zu Ende gehen, okay, weil ich immer noch diese schönen Nebenstorylines habe. Die für sich ja wiederum stehen. Das ist ja schön. Ey, unglaublich. Dann sind wir bei DC noch bei dem Vormonatsheft von Green Lantern, das habe ich gestern Abend gelesen, das noch nicht im Schatten von Convergence steht. Es geht darum, dass die Wächter jetzt wieder da sind, also die anderen Wächter. Wer den Jones Run gelesen hat, weiß, was ich meine. Okay. Und Hal Jordan auf Urlaub schickt nach den letzten großen Krisen. Das hat gerade ein großes Event nach dem anderen stattgefunden und sie sagen, du brauchst mal eine kleine Auszeit, geh mal zur Erde. Wo natürlich die, denkt, auch, die schicken den wirklich in den Urlaub? Ja. Da soll man eine kurze Auszeit nehmen. Ja, okay. Ja, das hat aber gut getan. Es war gerade echt ein Event nach dem anderen. Und es ist schön, mal wieder Hal Jordan zu sehen. Ja. Der dann heute auf die Erde geht, natürlich sofort auf Guy Gardner trifft. Der war ja mittlerweile, der ist ja der letzte Red Lantern zu dem Zeitpunkt. Und in seinem Sektor ist zurzeit die Erde. Dafür muss man Green Lantern was länger gelesen haben, das alles durchzublicken. Ja, auf jeden Fall gehen die dann zusammen in die Kneipe, saufen, natürlich kommt Flash dazu. Und super! Dann, sowas will ich lesen. Dann eine Kneipenschlägerei. Also okay, das will ich nicht lesen. Also es macht Spaß zu lesen, man hat wieder ein bisschen Charakter entwickelt. Ist das wirklich nur so oder kommt dann noch wieder irgendwie so eine außerirdische Bedrohung? Nee, oder so? Nee, das bleibt so für sich stehen. Oh, das ist super. Also das war eine richtig schöne Geschichte. Mal das könnte ich denen aber auch. Also nach so einem Event, da muss man auch mal wieder eine Kneipenschlägerei machen. Ja, eine Kneipenschlägerei. Danach geht es halt weiter mit Dann eine Geschichte, okay, die gut war, jetzt aber nichts groß zu erwähnen. Es war aber wieder ein sehr gutes Set, fand ich. Gerade diese Kneipenschlägerei-Story fand ich richtig cool, mal wieder bei Green Lantern sowas. Ja, die soll noch mal ab und zu mal Alkohol trinken. Und kriegt von mir auch so eine gute 3 von 5. Was passiert denn weiter hinten? Jetzt haben wir nur über diese Kneipenschlägerei gelesen, aber. Ich krieg's ehrlich gesagt nicht mehr so auf die Reihe. Ich habe gestern so viel gelesen. Echt? Das war nur ein Variant. Ach so, okay. Geiles Cover, das war bei uns alles Cover. Das ist 2001, oder? Ja, das ist nur eine Hommage. Ich wollte gerade sagen. Ich muss gerade gucken, was hinten drin noch passiert ist. Genau. Ja. Und zwar geht es darum, das ist die Handlung wieder da. Das ganze Universum hasst die Lanterns zurzeit. Weil durch die ganzen Events, die gerade passiert sind und so weiter, ist halt ein extrem schlechtes Bild auf die Lanterns geworfen. Gerade auch, weil es ein Doppelgänger war von Hal Jordan, so ein Gestaltwandler, der in seinen Namen halt so eine Message rausgehauen hatte, die total schädlich für das Image war. Und deswegen will halt Hal Jordan hingehen und das schlechte Image der Lanterns auf sich übertragen, damit die Lanterns wieder die Cops im Weltall sein können. Also ist er wieder aus dem Urlaub raus. Er ist wieder aus dem Urlaub raus und zettelt in die Schlägerei mit Kilo Rock, den er eingeweiht hat, an. Wo es so aussieht, als wenn er jetzt total verrückt geworden wäre und versucht hat, Kilo Rock umzubringen. Ja. Und verpisst sich dann auf den Planeten, mit halt die Message im Weltall raus ist, dass Hal Jordan der Böse ist und die Lanterns die Guten. Und jetzt wird er in den nächsten paar Heften ohne Ring, er hat jetzt so eine Batterie am Rücken,
Hier sieht man sie schön. Okay. Die imitiert das oder wie? Genau. Und mit der auf dem Cover. Ja, da ist halt hinten drin eine Lantern-Batterie, deswegen kann ich leer gehen wollen. Ja. Okay. Und das ist als erstmal die nächsten paar Sachen Heften alleine unterwegs, was ich cool finde. Da ist jetzt wieder so ein bisschen düstere Geschichte. Man sieht das auch schon, es startet eine neue Paperback-Serie in Deutschland, weil die Hefte laufen nicht so gut von Lantern. Aber die Sonderbände laufen umso besser, deswegen stellen sie jetzt die Heftserie rein, hauen das eine neue Nummer 1 an. Raus davon, im Paperback-Format halt, wo es halt direkt mit dem Story-Up anfängt, wie er alleine unterwegs ist. Ja, das könnten immer für sich abgeschlossene Abenteuer sein, so ungefähr. Ja, also da setze ich allerdings jetzt viel drauf. Nach dem grandiosen Jones-Run, danach ging es ja schwach weiter, zum Schluss wurde es wieder gut bei Lantern. Aber jetzt braucht jetzt eine kleine Veränderung bei Lantern, definitiv. Da braucht sowas wie die Kneipenstickerei, man braucht jetzt mal wieder sowas, ohne dieses große Ganze immer, dieses ganze... Ja, ich meine, irgendwann schmeißen die schon Planeten um sich, weiß ich. Ja, bei Jones hat es gut funktioniert, aber der ist auch ein namenlos guter Autor, ne? Also von dem ist es schwerer zu sterben, ne? Ja, was heißt, hat es, der wusste halt, wie man mit so, dass man nicht so übertreiben muss. Ja, der hat ja teilweise schon krass übertrieben. Aber ja, aber an der richtigen Stelle, zum Showdown zum Beispiel hin. Weißt du, aber irgendwann kloppen die sich ja um Planeten oder beziehungsweise kloppen mit Planeten um sich, weißt du? Das ist ja wirklich nur noch. Auf jeden Fall, ich bin gespannt auf die Paperback-Serie. Ich habe schon das nächste, also das letzte Heft wird das Heft 5 jetzt sein, was im Schatten von Convergence steht. Okay. Habe schon den Liegen, habe ich aber noch nicht gelesen. Also wie gesagt, eine gute 3 von 5 definitiv. Okay, super. Dann geht's wieder, kriegen wir das noch hier rein? Ja, weiß ich nicht. Da mache ich ja dazu eine ganz kurze Review, dann haben wir alles gereviewt, was Reviewen ist. Und das war Superman Heft 45. Das Titel sieht so scheiße aus. Spielt im Schatten von Convergence. Man sieht hier auf dem Cover den Superman und Supergirl. Man sieht schon aus der Aerobic-Ära, deswegen auch dieses Stirnband aus den 80ern halt. Vor der Crisis on Infinite Earths, wo alles halt noch ein bisschen anders war, noch so altmodisch. Kloppen die da jetzt echt Affen? Das war eben, ich habe eben erzählt, das wäre bei Convergence passiert, das passiert in diesem Heft, ja, weil... die Kloppmarken. Komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall sind die in ihrer Welt drin und da wird die ganze Geschichte mal ein bisschen anders aufgegriffen. Und zwar kriegen die gar nicht mit, als die Kuppel aufgeht, weil sie zu dem Zeitpunkt in der Phantomzone unterwegs sind und gegen Zod kämpfen. Achso, ja. In der Zeit, wo sie halt da unterwegs sind, kommt dann das, was ich eben erzählt hatte. Ich habe mich gerade mit der Handlung ein bisschen durcheinander gehauen. Und zwar taucht hier der Kamandi auf, das ist der letzte Mensch in irgendeiner alternativen Zukunft, wo halt die Affen die Weltherrschaft an sich führen. Ja, damals muss man zusagen, war Planet der Affen nur sehr erfolgreich zu der Zeit. Ja. Und da hat Jack Kirby ihn erfunden, das war das DC-Pendant zum Planet der Affen. Okay. Auf jeden Fall sind die hier in der Phantomzone unterwegs, kämpfen gegen General Zod. Als sie wiederkommen, sehen sie, dass die Affen alles an sich gerissen haben und kämpfen dann gegen halt den Planet der Affen-Leute. Coole Geschichte, die hat mir tatsächlich gut gefallen. Echt? Das war ein guter Tier. Natürlich trashig, man hat dann 80er Jahre Supergirl und die kämpfen gegen Planet der Affen. Aber es macht Spaß. Ich fand es cool, mit der Phantomzone Zod nochmal zu sehen und dann auch den Kampf mit dem Planet der Affen. Ich fand es cool, es hat für mich funktioniert. Ich glaube, es geht sogar am nächsten Heft noch weiter, die Storyline, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich blätter die gerade nur so ein bisschen wahllos. Zeig mal gerade, steht da vorne. Lest weiter in Convergence Heft 4. In Convergence Heft 4 geht es weiter, das habe ich schon hier liegen. Es hat Spaß gemacht, das war einer der besseren TNs, weil, auch wenn ich eben noch gesagt habe, dass sie größtenteils scheiße sind, die TNs, die dazu erschienen sind, hier und da gibt es immer wieder einen guten, der dabei ist, aber die Zeichnungen schwanken halt auch stark. Ja. Und selbst das hat mir cool gefallen mit 80er Jahren Superman, Supergirl und Planet der Affen-Style. Cooles Ding, definitiv. Ja. Aber auch nicht mehr wie die 3 von 5. Also, ihr seht schon, das ist die Ausgabe der 3 von 5. Cooles Comic, guckt da mal rein. Das war's für dieses Mal. Ja. Du hast auch nichts mehr zu vorstellen, ne? Nee, nicht mehr. Ich hatte Multiversity eigentlich nur als Aufhänger benutzt. Gut, das war's für dieses Mal. Ballert uns mal in die Kommentare rein, wie euch Convergence und Secret Wars gefällt und welches euch besser gefällt von den beiden Events und ob der Simus sich auch Secret Wars kaufen soll. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!